Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schöne Goal und spannende Zweikämpfe machen den Fußball zur Faszination. Beim Spiel um den Ball geht es aber auch ganz schön zur Sache und die Spieler müssen viel einstecken können. Einer, der davon ein Lied singen kann, ist der Davide Galla, Mittelfeldspieler beim FC Wiel. Wir haben ihn im Training besucht und ihn gefragt, was er unternimmt, um möglichst keine Verletzungen einzufahren und was er macht, wenn es nicht doch einmal verwünscht. In erster Linie muss man natürlich schauen, dass man sich vor jedem Training und vor jedem Wettkampf sehr gut einlaufen, sprich auch gut dehnen, sehr viele Beweglichkeitsübungen machen, damit man sehr gut warm ist. Und was auch eine sehr grosse Rolle spielt, ist die Pflege vor, während und nach jedem Training und Wettkampf. Also wichtig ist einmal, dass die Muskeln warm sind, um Verletzungen vorzubeugen. Wir verwenden die wärmende Salbe von Gamol vor einem Training oder auch vor einem Spiel. Und nach der Belastung nehmen wir dann eher zum Entspannen oder Kühlen den Kühlschel von Gamol. Wir wünschen Davide Galla und dem FC Wiel natürlich heute Abend viel Erfolg im Spiel gegen FC Aarau. Was für die Spitzensportler gut ist, sollten auch wir gewöhnlich Sportlichen uns zur Regel machen. Nämlich vor und nach dem Sport ihre Mittel und Partyzusätze verwenden. Zum Beispiel aus dem Gesundheitsregal von Coop. Mittel zum Einreiben und Badezusätze mit natürlichem ätherischem Öl gibt es bei Coop von Garmol Proaktiv. Garmol Proaktiv ist auf die individuellen Bedürfnisse von Sportlern abgestimmt und ermöglicht eine gezielte Anwendung als Entspannungsbad, zum Kühlen, zum Entspannen, leicht wärmend oder intensiv wärmend. Garmol Proaktiv sorgt für das tägliche Wohlbefinden vor dem Sport und nach dem Sport. Und falls es doch mal zu kleineren oder grösseren Verletzungen kommen sollte, ist man mit dem umfangreichen Verbandszeug aus dem Coop Gesundheitsregal professionell und schnell versorgt. Beim Stichwort Spanien denkt man nicht zuletzt an die legendären Fußballvereine. Was einem sonst bei Spanien so spontan einfällt, das hat unser Reporter wissen. Schöne Männer, dass es sicher schon wärmer ist. Feines Essen. Ein riesengroßes Land, schöne Landschaften. Wie auf einem spanischen Merit geht es diese Woche auch bei Coop zu und her. Das Magazin «Hola España», das diese Woche mit der Coop-Zeitung verteilt wird, gibt einen kleinen Einblick in die grosse Auswahl an spanischen Spezialitäten, die man jetzt beim Coop findet. Kulinarisches aus den verschiedenen Regionen dieses Land. Käse, Würst, Schinken, die begehrten Fisch- und Meeresfrüchte oder die schmackhaften Früchte und Gemüse. Besondere Rezepte für zwei Personen, einfach und schnell zum Zubereiten und trotzdem raffiniert, findet man jetzt in jedem grösseren Coop-Laden. Mit denen haben bestimmt auch die ungeübten Köche Erfolg. Wir haben wieder jemanden zu uns eingeladen, um so ein einfaches Zwei-Personen-Menü zu kochen. Mein Name ist Fabien Dietler. Ich möchte euch heute Meeresfrüchte-Gratin kochen. Zuerst tue ich die Meeresfrüchte mit Maggi marinieren. Und dann dampfe ich die Meeresfrüchte mit den Zwiebeln an. Jetzt tue ich Mehl dazu. Mit Weisswein ablöschen. Sauerrahm beifügen und köcheln lassen. Bevor ich den Gratin in den Ofen tue, streue ich noch etwas Parmesan drüber. Nach 10 Minuten ist der feine Gratin für zwei Personen fertig. Wir wünschen Ihnen Gute. Hier noch eine Mitteilung vom Bau und Hobby. Bis am nächsten Samstag gibt es auf alles 10% Rabatt. Profitiert doch von diesem Frühlingsgeschenk. Immer mehr Produkte bei Coop werden unter dem Namen Lifestyle angeboten. Um was für Produkte es da genau geht und was wir als Konsumenten davon haben, erfahrt ihr nächste Woche. Mich würde es freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.